nicht. Und er versteckt sich dann einfach wieder. Tja. So. Den Grün können wir dann jetzt auch gleich kurz fertig machen. Dieser Move ist so genial. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht schneller läuft. Dann würde dieses Let's Play ein bisschen spannender sein. Aber naja. Wir müssen uns eben damit abfinden, wie das Spiel ist. Es ist ein gutes Spiel. Ja, und da ist der geheime Park noch aufgegangen, nebenbei. Jetzt müssen wir aber erstmal den orangenen Nervi noch finden. Ich hoffe es wirklich eindringlichst, dass wir... Also, dringlichst hoffe ich es, dass wir den noch finden. Da ist er doch. Die feige Sau versteckt sich hier in der Mülltonne. Komm her, du feige Sau. Onkel Achim will dir mal eben zeigen, was gruselig ist. Was zu fürchten heißt. Ja. Ganz, ganz klasse. Bam! So, nach dieser kleinen Nervi-Erschreckensaktion geht's jetzt hier in den geheimen Park. Zweikampf. Oh, gewonnen. Gut. Ein Lob an den Kettenhacker. Schon wieder hat mich dieses Vieh nicht erwischt. Yeah! Ja, toll! Ja! Ich speichere jetzt mal nicht. Die Filmszene war springig. Ich will nämlich keinen Ärger kriegen. Oh, da hat der doch gewonnen, Glatt. Ja, das war eine kleine Vorsichtsmaßnahme für die nächsten Level, die dann noch kommen. Aber jetzt bringt uns das sowieso nichts. Wir müssen später wiederkommen. Und ich sammle jetzt auch nicht alles zweimal ein. Weil hier liegt jetzt wieder ohne Ende. Nur das, was so auf der Strecke zum Ausgang liegt. Das sammle ich nur gerne ein. Ja, es hat nicht gereicht für... Naja. Zurück zur Schreckensinsel. Gleich. Und in die Stadt geht's mit Mike. Wunderbar. Ja, das wird ein bisschen schwerer. Ja, mit Mike ist das lustiger, manchmal Monster zu erschrecken, weil er so komische Geräusche dabei macht. Wir müssen nochmal hoch. Leider. Wow.
Beinahe hätte mich diese verdammte Karosse erwischt. Aber ein extra Leben gibt's immer. Ja, jetzt müssen wir gleich nochmal runter. Dann können wir auch Ding jetzt ausschalten. Den Nervi in grün. Aber den hier in grün können wir auch erschrecken. Jo. Wunderbare Sache. Schon zwei extra Leben in diesem einzigen Level erwischt. Dieses Booga 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 ist mit das Lustigste, was ihr in diesem Spiel hört. Versprochen. Vams. Tja, da ist ein Eingang offen gegangen. Und dann geht's jetzt gleich ins Einkaufszentrum. Hochklettern? Ja! Das Auto lässt sich leider nicht ausschalten. Also kann man nur wegrennen. Für den Orangenen brauchen wir noch ein bisschen. In der Zwischenzeit kann man ja. Boah. Das ist einer der schwierigsten Gegner im Spiel. Weil die so schnell sind. Sind die so gefährlich. Vor allen Dingen können die sich sofort immer selber reparieren. Sind deswegen. Naja, okay, nicht immer. Aber meistens. Da habe ich einen Fehler gemacht. So, und wenn wir den jetzt erschrecken, dann bietet uns natürlich das Spiel wieder an, uns zu verpissen. Hey, ist das hier irgendwie so ein Rennen zwischen Nervi und Monster? Komm her, du verdammtes Vieh von Nervi. Tja, wenn man nur ein Auge hat, dann gewöhnt man sich aber auch dran und dann ist das das Wichtigste, was man hat. Jetzt speichern wir aber. So. Das dauert jetzt ein ganz kleines bisschen. So. Bevor ich jetzt noch Ärger kriege, lasse ich das lieber mal nicht laufen. Lange werde ich mich hier nicht mehr aufhalten. Es gibt aber noch ein paar extra Leben, die ich unbedingt haben möchte. Wobei, eigentlich können wir auch wieder rausgehen. Das war sowieso der falsche Ausgang gerade. Deswegen. Ja, die Schreckensinsel. Scare Island. Ja, und für am Hafen wird Mike natürlich wieder ausgewählt, weil er auf dem Titelbild gerade ist. Sully wäre jetzt ein bisschen komisch. Ich habe das Level wirklich noch nie mit Sully gezockt. Immer Mike.
Der Schleim reicht nicht für einen blauen Nervi, sowas habe ich auch noch nie gehört. Naja, was soll's. Scheiße. Er trachtet einem wirklich nach dem Leben. Wo ist denn jetzt die Münze? Also ich sehe hier nichts. Da, mein Gott. Wow. Alter. Wie gesagt, die Typen sind gefährlich und Trampoline gibt es auch erst, wenn man die erste Reihe von Leveln durchgezockt hat. Ja, wobei Hopsen ist ja eigentlich ganz lustig. Hoffentlich wird euch jetzt nicht schwindelig davon. Jawohl. Das ist ein bisschen gefährlich jetzt. Aber am Ende geht's doch eigentlich. Diese Steuerung wird eigentlich von vielen als schwierig bezeichnet. Wobei, ich bin der einzige deutsche Let's Player, der irgendwie mit vernünftiger Quali aufnimmt. Ja. Also von diesem Spiel meine ich. Und ja. Vielleicht ziehe ich das sogar an einem Tag durch, das komplette Let's Play, wer weiß. Hey, dreh dich mal lieber um. Wow, 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 wow. Wie viele haben wir denn schon? 4. Gut. Kamera ein bisschen drehen. Hier gibt's ja leider nichts mehr. Ne, da brauchen wir auch die Trampoline für. Mann, ich hab ein Glück hier. Das wird jetzt gefährlich hoch 10. Wow. Verdammt. So. Ah, leider reicht der Schleim nicht. Ich werde dann wahrscheinlich die Nervis drüben ausschalten und das dann jetzt. Ja. Gut, ich hab's gecheckt. Ich werde die Nervis drüben einfach zuerst ausschalten. Und hier kann man jetzt völlig ohne Bedenken durchrennen, wobei, dann könnte ich ja auch wieder zurück und den noch schnell fertig machen. So, 11 Leben. Ach, das kommt gleich. Du kannst uns die Ratte nicht erwischen. Ich habe in diesem Sprung noch nie vom Gegner einen gekriegt. Ist so ein Trick, aber so lustiger. So, und das war's auch wieder mit diesem Zombie. Was heißt Zombie? Ja, die anderen zwei kann ich mir so lange schenken eigentlich. Spiel speichern, ja, wieso nicht?
Demnächst speichere ich also ab Ebene 2, speichere ich mal alle 2 Level. Ich werde erstmal